Jo, moin, wir sind wieder unterwegs. Da hinten sieht man Funchal. Haben gerade die Anker hochgezerrt, alles vorbereitet. Das hat von heute Morgen bis jetzt gedauert. Jetzt ist es 18 Uhr. Einkaufen, nochmal von allen verabschieden, duschen, bezahlen. Beim Port oft bei der Port Authority, wo man echt einmal um den kompletten Hafen drum laufen muss zum Cruise Terminal. Mietwagen wieder abgegeben, genau. Also wir hatten echt noch ordentlich zu tun. Auch am Boot war natürlich alles irgendwie auf Anker liegen, so noch eingestellt. Zwei Anker drinne. War auf jeden Fall ein bisschen anstrengend, aber jetzt sind wir unterwegs. Und wir haben jetzt relativ leichten Wind zu erwarten in den nächsten Tagen, also die meiste Zeit Nordost. Dann später drehend auf Ost Richtung Sonntag. Immer so um die 2 bis 3 Windstärken. Und ich hoffe mal, dass es dadurch dann jetzt eine richtig entspannte Überfahrt wird. Ohne viel Chaos, ohne viel Arbeit, einfach nur entspannt. Wollen wir mal hoffen, dass es auch so kommt. Hi, ich bin Matthias und das ist meine Freundin Luisa. Gemeinsam haben wir im Sommer 2020 die Leinen in Deutschland losgemacht. Mit kleinem Budget segeln wir auf diesem wundervollen Ozean. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr mitkommen wollt, auf die Reise unseres Lebens. Jo, die letzte Nacht war eigentlich ganz entspannt. Wir hatten immer Leichtwind, sind immer so 3, 4 Knoten gelaufen, manchmal auch weniger. Kaum Welle, kein einziges anderes Boot. War richtig entspannt. Heute Morgen war der Wind dann ziemlich eingeschlafen, liefen wir nur noch 2,5 Knoten. Und wir haben jetzt mal den großen Spiegel gesetzt. Jetzt sind wir wieder bei einer guten Reisegeschwindigkeit. Genau, hoffen wir mal, dass wir den heute den ganzen Tag stehen lassen können. Jo, die zweite Nacht auf See liegt hinter uns. Super Segelwetter. Wir hatten im Prinzip 3 Windstärken die ganze Nacht. Ich habe gestern Abend den Spiel aber getauscht wieder gegen die Genua, weil ich das nicht so gerne mag, mit zu viel Segel in die Nacht zu gehen. Und ja, war deswegen auch super entspannt. Ist dann nicht so schnell gewesen, aber haben wir jetzt immerhin schon mal 150 Meilen geschafft. Jetzt mal gestern war ein bisschen dünn mit 85 Meilen, was aber auch zum Großteil mit daran lag, dass wir eben so lange in der Flaute standen am Anfang und danach erstmal eine lange Leichtwindperiode war. Naja, ist okay. Brauchen wir halt wirklich 3 Tage. Ich werde jetzt mal was zu Frühstück machen und einen Tee trinken. Und dann gucken wir, was heute so passiert. So, da oben hat sich eine Segellatte gelöst. Jetzt müssen wir das große hier runternehmen und die saven, bevor die ins Wasser fällt. Ja, also nach dieser entspannten Überfahrt von Madeira auf die Kanaren sind wir dann zunächst mal nach Teneriffa gegangen, in die Amarilla Marina, ganz im Süden, weil wir dann einen alten Freund wieder besucht haben oder wieder getroffen haben, den Jan von der Beatitas. Eigentlich wollten wir da kranen, aber die Preisliste ja,
Passt nicht so ganz zu unserem Budget und von daher haben wir uns dann doch dagegen entschieden. Von Teneriffa selber haben wir jetzt nicht viel Material, haben ein paar Sachen eingekauft, nochmal verproviantiert. Dann sind wir im Prinzip weiter nach Gomera. Da lagen wir dann wieder vor Anker, haben super viel gemacht, haben Leute kennengelernt. Moritz kam zu Besuch, haben die Insel erkundet und alles und das kommt jetzt im nächsten Part. Jo, wir haben heute richtig, richtig geiles Wetter. Flaute, kaum Schwell auf der Anchorage. Und wir wollen jetzt mal probieren. Wir haben zwar kein Dinghy, dass wir genug Power haben zum Wakeboarden mit dem Twin Tip. Aber vielleicht kann man mit dem Wellenreiter wakeboarden. Und das checken wir jetzt mal aus. Das wird richtig witzig, glaube ich. So, wir nehmen das Dinghy von Ronald und Krischi. Es hat nämlich noch ein bisschen mehr Power. Mal gespannt, ob das klappt. Könnte gerade so hinhauen. Und Schatz, was meinst du? The Pro, here's the Pro. You want to go? Nach 2 Wochen in Valle Gran Re holten wir Moritz mit dem Leihwagen von der Fähre in San Sebastian ab. So, Moritz, wie war dein Tag bisher so? Entspannt, ja, oder? Wunderbar. Ich war in Berlin. Okay. Aber in Berlin muss ich auch morgens um 2 los. Also. Ja, und dann haben wir hier noch so einen anderen Dude eingesammelt. Servus. Den bringen wir auch noch nach Valle Gran Re. Und jetzt geht's los. Tag 2 von unserer Erkundungstour. Moritz ist schon ganz deprimiert. Weil alles so scheiße aussieht hier. Und hier ist unser Sportwagen. Weiter geht's! Und wir können ja jetzt mal Maps.me benutzen. Und du, hier ist kein Netz. Nee. Achso, brauchst du ja nicht. Ah, jetzt. Ah. Du musst nur den Ort eingeben, wo. Und der ist ein bisschen anders. Dies ist keine bezahlte Werbung. Ja, hier geht's nicht mehr weiter.
Wie schreitet die Expedition hier voran? Ja, naja. Moritz hängt da hinten am Berg. Ich hänge hier am Berg und weiß irgendwie nicht so wirklich, wo wir lang müssen. Mit Flipflops ist, glaube ich, auch nicht die beste Idee gewesen. So. Hier sind wir immer bestens vorbereitet. Jo, jetzt sind wir hier an so einem anderen Strand. Wie heißt das noch, Schatz? Playa del Trio. Trido? Was auch immer. Jetzt haben wir rausgefunden, wie der Strand heißt. Ist der machbar, der Abstieg? Ich glaube, das geht schon. Also ja, wenn du dachtest, mit uns ist die Navigation besser als die letzten zwei Wochen. Ne? Anders. Ist es Schatz, was ist hier schon wieder los? Ich hab nichts gemacht. Ich steig noch an. Drei lange Tage sorgte ein westlich der Kanaren vorbeiziehender Sturm für hohen Schwell auf dem Ankerplatz, unter dem wir alle zu leiden hatten. Nach einer guten Woche an Bord musste sich Moritz leider auf den Rückweg ins nasskalte Deutschland machen. Und auch für uns war langsam wieder die Zeit des Abschieds gekommen.